Hey Lieben, in diesem Video habe ich meine neue Abendroutine für den Herbst 2016 für euch. Und zwar, ja, also ich fange jetzt so circa ab 17, 17.30 an, wenn ich von der Arbeit komme. Und da gehe ich je nachdem, ob ich Lust habe oder nicht. Manchmal bin ich wirklich ja noch nicht so in der Stimmung, aber meistens gehe ich dann an den Computer und mache noch etwas für YouTube, also Videos bearbeiten oder ich gucke nach Kommentaren oder so. Und dann gehe ich eigentlich auch schon an mein Handy und stelle schöne Musik an, meistens bei Spotify. Ich verlinke euch da mal ein paar Playlists. Und dann geht es auch schon in die Sportklamotten, weil in Pulli oder Hemd kann man natürlich nicht so wirklich ja, zum Sport gehen. Und dann mache ich natürlich auch noch meine Kontaktlinsen rein, weil ich mit Brille einfach keinen Sport machen kann. Ich finde das irgendwie so unhandlich und kann mich dabei irgendwie auch nicht so konzentrieren, weil ich die ganze Zeit die Brille in meinem Gesicht habe und mache mich sozusagen noch ein bisschen sportfertig. Also kämme nochmal die Haare durch, mache mir einen Zopf, ziehe meine Sportschuhe an, das was man eben so vorm Sport noch macht. Ich zeige euch natürlich auch, was ich in meine Sporttasche tue. Also meine Sportsachen habe ich ja schon an und dann brauche ich noch ein Handtuch. Meine Kopfhörer sind ganz, ganz wichtig. Und momentan nehme ich auch noch BCAAs, also essentielle Aminosäuren. Die kann euer Körper auch über Nahrung aufnehmen, aber nicht in einer so hohen Konzentration. Und die schmecken auch mega lecker zwischendurch im Training. Ist mal was anderes. Aber braucht man nicht unbedingt. Und ja, dann gehe ich zum Sport. Und das mache ich wirklich eigentlich fast jeden Abend, also 4 bis 5 Mal die Woche. Wenn ich nach Hause komme, bin ich richtig hungrig. Vor allem nach einem Beintraining und das war da der Fall. Da mache ich mir ganz oft, das ist momentan mein Lieblingsgericht, könnt ihr auch in meinem aktuellen Food Diary sehen, dass ich mir Gnocchi mache, Spinat und Tomaten anbrate und dann noch Avocado dazu mache. Also einfach Avocado mit Salz und Pfeffer. Und das schmeckt richtig, richtig lecker und macht schön satt. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Es ist echt lecker. Dazu trinke ich dann meistens Wasser, wenn ich das esse. Und beim Essen bin ich leider meistens am Handy oder mache irgendwas anderes und konzentriere mich nicht aufs Essen. Gewöhnt euch das erst gar nicht an, wenn ihr euch noch nicht daran gewöhnt habt, dass ihr noch 1000 andere Sachen macht beim Essen, weil es ist einfach irgendwie nicht so schön. Und ja, als Nachspeise mache ich mir noch ganz oft so ein Müsli und zwar einfach mit Haferflocken, solchen Soja Crispies, Proteinpulver, auch weil es nach dem Training war, Milch und einer Banane und das schmeckt so lecker. Ich denke mir immer so, okay, manche essen das als Abendbrot und ich esse das einfach nochmal nach meinem eigentlichen Essen, aber egal. Und dann schminke ich mich schon ab, also als erstes mache ich dann natürlich meine Kontaktlinsen raus und mache sie sauber. Das sind nämlich Monatslinsen, also keine Tageslinsen. Und deswegen muss man die sauber machen. Als nächstes schminke ich mich ab. Da nehme ich sehr gerne das ölhaltige Micellenwasser von Garnier. Damit bekommt ihr euer Make-up sehr schnell ab. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah. Als Reinigungsgel benutze ich momentan sehr gern dieses hier von Etude House. Das soll auch gegen unreine Haut angehen und ich finde das eben sehr schön, weil das auch ja, die Haut nicht so angreift und sehr sanft zur Haut ist. Und danach benutze ich natürlich noch ein Gesichtswasser. Zähneputzen mache ich natürlich auch und da benutze ich immer die Signal White Now Zahnpasta momentan. Und beim Zähneputzen bin ich immer am Handy und höre mir irgendwie Sprachnachrichten an oder laufe durchs Haus. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr immer beim Zähneputzen macht, weil irgendwie hat man ja immer unterschiedliche Sachen. Dann gehe ich auch schon in die Dusche. Manchmal mache ich das auch vorm Abschminken, aber da habe ich das jetzt danach gemacht. Und da benutze ich richtig gerne von El Vital das Fibrologie Shampoo. Das ist ja mein All-Time-Favorite. Und momentan benutze ich sehr, sehr gerne das Duschgel vom Parfum C von Giorgio Armani, weil ich das liebe im Herbst. Und natürlich benutze ich auch eine Body Butter. Die ist jetzt von The Body Shop, die Himbeer-Edition. Die ist einfach etwas reichhaltiger schon und spendet der Haut mehr Feuchtigkeit.
Und als nächstes benutze ich dann noch eine Gesichtscreme, die ist von Misha und ist auch gegen unreine Haut. Und ich finde die wirklich sehr, sehr gut, vor allen Dingen, weil die auch leicht ist. Hello, do you say my name? Und wenn ich dann soweit im Badezimmer fertig bin, gehe ich nochmal an meinen Schreibtisch und gucke in meinen Kalender. Der hilft mir so viel. Also ich trage da ein, wann ich ins Fitness gehe, was ich da mache, plane schon mal so meine Fitnesstage durch, gucke, was ich noch sonst zu tun habe, irgendwelche E-Mails, die wichtig sind, die geschrieben werden müssen, die beantwortet werden müssen. Oder wenn ich was mit Freunden machen will oder ob ich sonst irgendwelche Arzttermine, die man mal hat oder sonst was habe, die trage ich da ein und gucke, was da so in den nächsten Wochen ansteht und habe da auch immer meine To-Do-Listen drin. Ich kann jedem empfehlen, To-Do-Listen zu machen, aufschreiben, was man machen muss, was man schon gemacht hat und dann ist der Tag viel besser durchgeplant. Und wenn ich dann noch Zeit habe, also das mache ich sowieso nur abends, wenn ich nichts schon mit Freunden mache oder so, wenn ich dann noch Zeit habe und es noch nicht irgendwie so 12, 1 Uhr ist, dann gucke ich noch Serien oder bin bei Instagram, bei YouTube, gucke mir da Videos an und dann stelle ich irgendwann meinen Wecker um 6. Um am nächsten Tag schön früh aufzustehen. Und ja, das war's jetzt mit meiner Abendroutine. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann gebt ihm doch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Also holt euch besser gleich was zu essen. Dann geht's auch gleich mit meinem Standardfrühstück am Montag los. Und zwar natürlich mit Tee, aber natürlich auch Müsli, also Haferflocken in der Mikrowelle aufgekocht mit Joghurt und Banane. Zum Mittag gab es dann auch was ganz Einfaches.